Herzlich willkommen bei den German Music News. Ja, heute geht es um deutsche oder beziehungsweise eine deutsche Künstlerin, welche jetzt musikalisch, naja, eher mittelmäßig begabt ist. Ihr erfahrt jedenfalls alles zu der ganz neuen Single von Gina Dieser zusammen mit Florian Wess, Tarzan und Jane. Ja, für Gina Dieser Lofink und ihren Gesangspartner Florian Wess heißt es schon bald Abschied nehmen vom Glanz und Glamour. Denn die selbsternannten Barbie und Ken ziehen ins Dschungelcamp ein. Doch kein Grund, die Füße stillzuhalten. Passend zum Urwald nahmen sie bereits ihren zweiten Song auf und verkörpern jetzt Tarzan und Jane. Das Video zum Cover des 90er-Jahre-Hits Tarzan und Jane von Toybox haben die beiden BFFs auch schon abgedreht. Auf Nachfrage von RTL ist sich die Blondine aber etwas unsicher, wie die Nummer ankommen wird. Ich habe immer Angst, dass es nicht gut genug ist. Ich habe so etwas noch nie gemacht. Ich weiß auch nicht, ob es richtig oder falsch ist. Ich gebe mein Bestes. Dass Gina Lisa schon ein komplettes Album aufgenommen hat, kann sie selbst kaum glauben. Da ich überhaupt keine Sängerin bin, finde ich das schon wieder einfach nur phänomenal. Es ist unglaublich, wirklich, das ist krass. Natürlich gibt es häufig negative Stimmen, die ihr vor allem auch wegen ihrer äußeren Erscheinung, die sie für kein gutes Vorbild halten. Sie nimmt dazu Stellung, das ist für mich kein Problem. Die müssen ja auch nicht nachmachen, was ich mache. Sie sei immerhin diejenige, die jeden Tag in den Spiegel gucken müsse. Jo, mehr zu der neuen Single. Sie wird am Freitag erscheinen, wie so häufig andere Songs. Auch, das ist der 13.1. Das Cover seht ihr passend zum Dschungelcamp. Tarzan und Jane, sehr creative, die beiden Sänger auf dem Frontcover drauf. Ja, die neue Folge des Dschungelcamp startet auch direkt am Freitag, den 13. Und die beiden müssen sich auch durch etliche Prüfungen schlagen. Jo, mal gucken, wie dieser 90s-Song so ankommen wird, sag ich mal, 90s-Style. Die Meinung zu Gina Lisa als Sängerin ist überwiegend, fast 85% sagen, dass sie gar nicht singen kann. Hier bei den German Music News sind wir tolerant gegenüber jeglichen deutschen Künstlern und verbreiten es auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, wie euch der Song gefällt. Amazon Download gibt es in der Beschreibung. Das war's jetzt. Mehr wissen wir am Freitag. Ciao und bis zum nächsten Mal.